Okay, mach doch. Aber warum? So, was haben wir hier noch? Nochmal. Muss die Kurve anders nehmen. Oder ruhig hier dran bremsen, ne? Bremsen und jetzt. Nein, nicht bremsen. Spyro? Komische Art zu klettern, aber okay. Es war zu spät. Denn das? Kann ich bremsen beim Rutschen? Verschwende hier meine Leben. Nur 17. Springen kann ich auch nicht. Ich kann nur hoffen, dass ich hier um diese scheiß Kurve komme. Muss die Kurve doch außen nehmen. Jetzt. Dann schummel ich jetzt. Nein, ich kann nicht schummeln. Aber ich kann bremsen. Dann schummel ich. Malcolm, so kann man es auch machen. So, wo sind wir denn hier? Da komme ich nicht mehr hoch. Das heißt, ich kann ja nur darüber. Wieder ein Ort, wo ich nicht sein will. Bin ich so jetzt offen nehme? Doch. Oh, ein Glück. Ein Glück, das macht auch so vieles einfacher. So, dann gehen wir mal hier rein. Gleich beginnt die erste Runde des alljährlichen Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerbs. Cool. Für einen Teilnehmer ist noch Platz. Aua. Aber erst musst du ein Rätsel lösen. Das Rätsel lautet... Wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? Beeindruckend, das stimmt. Viel Glück beim Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerb. Dankeschön. Tolles Rätsel. Gerader Schuss, Viereck-Lupfer. Verstehe. Na also, das war ein wirklich wilder Kampf. Fandest du? Nimm diesen Preis hier für den ersten Rundensieg. MJ. Du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten. Aber der Sport ist wirklich gefährlich.
Darf ich dir nahelegen, aufzuhören, während du noch unversehrt bist? Nein. Na los. Oh Mann, du bist wahrlich ein tapferes Reptil. Aber für den Meisterschaftssieg brauchst du mehr als nur Mut. Alles klar. Kriegen wir hin. Aua! Au! Nicht schlimm, nicht schlimm. Da ist auch ein Käfer. Au! Nicht schlimm, da ist ein Käfer. Hast du das gesehen? Das war wirklich ein Jahrhundertkampf. Ja. Du bist der erste Drache seit über 1000 Jahren, der den Sieg davonträgt. Ich darf dir stolz den diesjährigen Preis überreichen. TJ. So, mehr ist hier sehr wahrscheinlich nicht. Nope. Auch keine Schätze. Kann man die Großen wirklich nie besiegen? Naja, dann ballern wir noch ein bisschen rum. Es ist Laserzeit, Agent 9. Mit den lustigen Hüten hat mich mit einem Fluch belegt, nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Er sagt, er hat meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Stimmt das? Ein bisschen seltsam fühlt er sich ja an. Das wird er noch büßen. Was ist das? Achso, den muss ich ja gar nicht. Nein, das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Lass mich rein. Tür liegen die 5 tödlichen Prüfungen von König Rover. Okay. Niemand hat je alle 5 überlebt. Ja. Sie sind so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst. Hier kommt es. Ich folge dir überall hin. Und je mehr du von mir machst, desto mehr lässt du zurück. Mit so fragwürdigem Modegeschmack bist du echt clever. Du darfst weiter zur ersten Prüfung. Je mehr du machst, je mehr lässt du zurück. Logisch, oder? Schlangen! Ah! Noch mehr Schlangen und Gefäße. Leben! Ich wollte schon sagen, 15 von 16. Noch mehr! Easy. Noch mehr Gegner.
Immer mehr. Achso. Nicht schlimm. Oh, das war nicht der Plan. Also mit ihren eigenen Waffen kann man sie besiegen. Roxy! Ich muss die mit Spyro auch irgendwie noch besiegen, oder? Ansonsten ist das unlogisch. Gut, dann wissen wir ja jetzt, wie es geht. Oh, nein, die habe ich jetzt vergessen. Mist. Wo ist denn der nächste? Mist. Jetzt muss ich hier immer durchlaufen. Oh Gott, das war doof. Das war richtig doof. Hallo? Ach, ich habe einen Mund. So, erstmal so. Und dann gib mir mal bitte noch eine. Und dann versuchen wir noch die zwei da hinten kaputt zu kriegen. Bruno. Gleich tot. Noch nicht. So, jetzt aber. Gut. Warten, jetzt. Dim, 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 dim.
auch. Warte mal, ja. Dankeschön. So, dann ist das Level natürlich nicht so schlimm, wie ich vorhin noch dachte. Von 700. 100% des Levels abgeschlossen. Geht doch. So. Sparks. Spyro, ich habe eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder hier. Sorry. Also ich glaube, Sparks, die ganzen Sparks-Aufgaben können wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir sie besiegt haben. Was ist denn das? Die Zauberin besiegt haben. Oder? Ja, weil in dieser Welt haben wir ja schon die Nomin. Dingens besiegt. Hafenstrecke. Na, wie heißt er? Quatsch, Dingens freigeschaltet hier, den Affen. Und ich glaube nicht, dass wir dann Spyro jetzt auch einfach noch freischalten in der Welt. So, Hafenstrecke. Ich vergesse es immer wieder. Die Lokal-Champions sind eine Gruppe von Blaufußtölpeln, die noch kein einziges Rennen verloren haben. Ich möchte gegen die Blaufußtölpel spielen. Okay. Noch nie ein Rennen verloren haben sie, ja? Ja, das ändern wir. Hä? Ach so? Oh. Okay. Nur noch erste Runde. Also noch alle drin. Wow. Ja, man merkt, die sind ein bisschen schneller unterwegs. War nicht schlimm. Schaffen wir noch. Logger. Die Raketen brauche ich nicht. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das sich wirklich lohnt. Uno, dos, tres, cuatro, quince. Hm.
Quack, quack. So, jetzt mache ich euch alle fertig. Alle. Jeden Einzelnen. Nee, den holen wir nicht. Komm, du bist so nah dran. Jetzt könnte ich dich langsam auch schon mal treffen. Ja, die sind schneller als ich. Die Bienen waren nicht schneller als ich. Dritter Platz. Zweiter Platz. Jetzt hole ich mal Raketen, weil der soll ruhig ein bisschen langsamer werden, langsam. Na, habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum. Da, da. Das war's. Wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache, dann war's das. So, nein. Den Vögeln macht es nichts aus, gegen einen Drachen verloren zu haben. Immerhin hielten die Drachen vor 1000 Jahren hier alle Geschwindigkeitsrekorde. Jesse! Zeitmodus natürlich. Ja. Das war der erste Bogen. Machen wir nochmal. Neuer Versuch. Das war der erste Bogen hier. Glaube ich, oder? Oder war das mittendrin? Nee. Doch, war mittendrin. Eigentlich doof, aus der Richtung das zu machen. Aber egal. Nein! 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 Okay. Jawolla! War ein bisschen kompliziert gerade. Aber neuer Versuch. Wo müssen wir hin?
Wahrscheinlich zum Leuchtturm irgendwo, oder? Da? Nein. Sorry, aus Versehen. Wo müssen wir denn hin? Wo ist er denn? Ja, ja, wahrscheinlich Jäger. Wo ist ein Jäger? Da drin. Jawolla. Wo kommen nur diese Schafe in fliegenden Untertassen? Errungenschaft freigeschaltet. Die Jagd nach Jäger. Und ist abgehauen. Es ist super schnell, aber sein UFO ist beschädigt und qualmt. Ich glaube, ich kann mithalten, solange ich es durch die Rauchringe schaffe. Okay. Den schnapp ich mir. Na los. Gleich zurück. Easy. Warum machst du so eine Rauchringe? Ich komme immer näher ran, deswegen ist es so verwirrend. Teilweise. Wenn er sich dann plötzlich so schnell bewegt. Habe ich immer Angst. Boah, ja, 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 jetzt krieg dich mal. Oh, langsam wieder ein. Ja, reicht doch jetzt langsam mal. So. Das war knapp. Kurz vor der Bruchlandung des UFOs ist das Ei rausgefallen. Sarah. Du hast es zeitlich mit dem Fuß. Ach ja, auch noch. Das ist ein bisschen klar, was ich dir gesagt habe. Das muss ich nicht irgendwas zu Hause erzählen. Ja, mach mal. Kobe oder Kobe. Verlassen. Jawohl. Das Abenteuer geht weiter. Schon wieder fast 5000 Schätze. Trotz Geldsack seinem ganzen überteuerten Preisen.